Oh Mann, 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 Mann. Ja, es ist Sonntag und ich habe gedacht, wenn ich schon mal auf bin und meine Erkältung langsam abflaut, können wir ein paar neue Anime-Serien reinziehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir, obwohl es einige gefragt haben, Hunter x Hunter anzuschauen. Was ich auch mal nachhabe, weil sobald ich eine vernünftige Version sehe. Es sind aber ein paar interessante Sachen rausgekommen, so wie C3 minus C-Cube. Ich habe keine Ahnung, was ausprobiert. Ich sehe da nicht andauernd oder einfach nur C-Cube. Das ist, was ich jetzt an den neuen Serien nicht ganz verstehe. Einige fangen jetzt dann so kompliziert an. Und im Endeffekt, wo ist die Story gar nicht einmal so interessant, weil die ganze Story dann kennt. Die umgehen hier quasi den komplexen Story Arc. Warum sich komplizierte Handlungen ausdenken, wenn man einfach nur die Zuschauer am Anfang so verwirren kann, dass es im Endeffekt keinen Unterschied macht, ob die Story nur mäßig ist. Das sind jetzt bei einigen, weil das auch einige so wie Karasuri Horizon hat es, glaube ich, jetzt geheißen. Was so ähnlich ist, was mir irgendwie wie eine leicht eingeschmolzene Version von Infinite Stratos erinnert. Sehr viel Fanservice. Und du hast nicht sehr viel Info, was genau. Ich habe einige Synapsen auch gelesen, dass aus Gründen der Überbevölkerung und weil die Welt nicht mehr so groß ist, wie sie zuerst war, wegen einer Katastrophe, die Menschen angefangen hat, Paralleldimensionen zu verschmelzen. Dabei ist aber etwas passiert, das quasi den Raum aufgehoben hat und dann hat sich quasi zwischen ein paar parallelen Dimensionen ein Konflikt herauskristallisiert und jetzt versuchen sie die unbewohnbare Erde wieder zu bevölkern. Ich habe keine Ahnung. Was aber sehr interessant ist und was ich erst eine Episode gesehen habe, ja, was ist erst eine heraus gewesen? War Ungo. Das ist so irgendwie so eine Kombination aus irgendwie Clamp und Detective Conan Sachen. Du hast dieses Mysterium, du weißt sofort, was los ist. Und es ist so ein bisschen so Mystery, ungenau nachgezogen. Ziemlich interessant gemacht. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann hat die neue Staffel von Tamayura, das ist ein kleiner Slice of Life mit Fotografie und so weiter, angefangen. Ich habe ganze Listen zu mir, was ich noch anschauen sollte eigentlich. Bei mir einiges. Ja, sehr viel geschickt haben. Wow. So ein Haufen Next Generation Staffeln und ein Haufen OVAs sind raus. Fat Zero, also von Fat Stay Night, die nächsten Storylines. Habe ich auch noch nicht geschaut, sorry. Dead Man Wonderland hat jetzt eine OVA bekommen, die erste. Da werden sicher noch einige kommen, die ganzen Backstories von den ganzen Charakteren erklären. Muss ich sagen, habe ich jetzt an zum Teil die erste an jetzt einmal gesehen, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also einfach nur, das ist nicht so eine von diesen Reinwerf-OVAs, die einfach nur irgendeine Story erzählen. Einfach nur so, hier hast du Charaktere in irgendeiner Handlung, so wie es andere schon zigtausendmal verbullshittet haben. Einfach nur irgendwie eine Handlung. Nein, hier ist wirklich Backstory ein bisschen und ein bisschen mehr Umfang zu den Charakteren, was ich sehr gut finde. Weil ich muss echt sagen, bei Dead Man Wonderland habe ich das irgendwie sehr vermisst, dass man nicht sehr viel über die neuen Charaktere erfährt. Was mir auch sehr irgendwie zu denken gegeben hat, was habe ich hier gesehen, wo war das, 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 hier war's. Falls es jemanden interessiert, mal ein bisschen News im allgemeinen Sinn dazu. Robertas Blood Trial ist wird jetzt rauskommen bei Kaze. Visual ist mir schon langsam scheißegal. Plus die ersten Ausgaben für die Veröffentlichungen und ich finde es sehr komisch, dass ihr Blue Exorcist als Manga Release bei Kaze Manga. Dazu könnte man sagen, frühere Anime Visual, weil vorher bei Anime Visual keine Mangas geben. Und ich bin mal gespannt, was dabei rausschauen wird. Das werden wir sicher mal das neugierige Auge mal draufwerfen. Ich habe noch keine Ahnung, was da raus wird. Boah. Ich hoffe, es wird jetzt so ein Bauchklatscher wie früher die Panini-Sachen, falls ihr an den Eklat noch einmal erinnert. Was ich bezweifle. Weil die meisten nur groß die Klappe aufreißen und dann
Davonlaufen ist normal. Aber es sind sehr viele interessante Sachen. Ah ja, genau, und dann hat noch, so etwas. Ich bin ja nicht genau sicher, in was für eine Kategorie das einarbeiten soll. Bento. Schüler, die sich um preisreduzierte Snacks und eben Bento-Boxen im Supermarkt prügeln. Hat ein paar lustige Ideen, vor allem im visuellen Bereich. Das könnte ich länger jetzt erklären. Vor allem, es ist nicht so eine ausgelutschte Idee. Plus ein paar von den Visuals, muss ich sagen. Du siehst zum Beispiel, es gibt zwei Charaktere, ich vergiss leider an, wie sie heißen, die du nicht einmal noch gesehen hast vom Gesicht. Du siehst maximal bis hierher. Weil der Hauptprotagonist sieht immer nur alles, was darunter ist. Und du hast dann nie, und ich bin mir fast sicher, dass das, wenn das ein Running Gag wird, sieht man, ist das, eine durchgehende Handlung durch die ganze Serie, was ich lustig finde. Vielleicht mit einer kleinen Revelation am Schluss. Oder vielleicht mittendrin, ich habe noch keine Ahnung, aber ich finde es lustig, weil die Idee ist gut, man sieht es auch nicht im Intro. Und, das ist eine geile Idee, aber interessant, es ist ein paar interessante Umsetzungen. Es ist so, nicht wirklich überbauerte Fight-Szenen eigentlich. Es sind ein paar interessante Sachen dabei. Mit ein paar überdrehte Sachen, ja, aber nicht so extrem. Oh, es ist mehr so Street Fighter-Style, kann man fast schon sagen. Und mal sehen, wie das wird. Was haben wir denn sonst noch? Es sind ein Haufen neue Sachen hier und die haben noch nicht alles durchgeschaut. Was ist das? Horror Icon Symphony. Noch keine Ahnung, was das ist. Ich habe da nur eine Liste nochmal. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ein Haufen. Ja, das war's. Ja, dann haben wir noch die zweite Staffel von Ikamusume, die eigentlich nichts Neues dazu bringt. Einfach nur noch wieder neue Stories dazu. Also, man. Es kommt nichts Neues dazu und irgendwie hat es den Humor verloren nach der ersten Staffel schon. Oh ja. Wie spricht man das aus? Phi Brain Kamino Puzzle. Oh meine Fresse. Das muss ich noch raus. Das muss ich noch rausbringen, bevor ich es vergesse. Das ist. Man nimmt Charaktere aus dem Yu-Gi-Oh!, aus den ersten paar Staffeln von Yu-Gi-Oh!, schmilzt sie ein bisschen an, dass sie ein bisschen verschmolzen. Man erkennt immer noch, dass man genau weiß, guck, die schauen aus wie aus Yu-Gi-Oh!. Es geht um Puzzlespiele und, wie soll man das genau beschreiben? Es ist ein ziemlicher Cop-Out. Es geht um Puzzles, du siehst aber nie, wie Puzzles gelöst werden. Du siehst zwar, wie Puzzles anfangen und du siehst die Lösung am Schluss, aber nie, wie es dazu geht. Das ist ein bisschen so, ein bisschen Aufgabegeschichte. Ich weiß nicht genau. Also, aber die Charaktere, ich denke mal, es ist eins zu eins aus Yu-Gi-Oh! Es ist nicht so. Ich hab keine Ahnung, was Leute an, übrigens, ich habe keine Ahnung, was Leute an Yu-Gi-Oh! Finden. Von mir aus. Das Kartenspiel, von mir aus. Alles andere, weil die Serien, es ist genau wie eben bei Yu-Gi-Oh! Dieses Cop-Out. Die Handlung im Spiel selber, also wenn diese Spiele anfangen mit den Karten zum Beispiel, ebenso wie auch mit den Puzzles, ist einfach so, einfach nur auf Convenience ausgelegt. Also quasi, das passiert, weil es passieren muss, weil es so weitergehen muss. Und du kriegst nicht genau richtig mit, wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Und das finde ich, haben früher andere Sachen wesentlich besser gemacht. Mir fällt nur dann, ich weiß, ich habe da zwei, drei gute Serien sogar hier in der, irgendwann mal gehabt. Ich kann mir jetzt nicht genau sagen, was für eine waren das? Da ging es, glaube ich, auch sowas um Rätsel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So eine Art Riddler-Story. Was war das? Nein, im Regal habe ich es nicht mehr. Ich muss dran auch denken. Also, wenn es mir mal einfällt, vielleicht hat mir jemand dran. Die Story ist nicht schlecht. Einfach nur, es ist so alles so nice rausgebracht. Einfach nur ganz so simpel. Und dann haben wir noch Miriam Nikki. Das ist ja eine Story, wo ich sagen muss, auf die werde ich mir ein bisschen mehr konzentrieren, weil das ist wieder so. Die Battle Royale Version von Death Note. Und man bemerkt, ich rede gerade etwas mehr gelähmt, weil Death Note ist nicht unbedingt etwas, was ich gerne mag. Aber hier ist genau das Gegenteil. Ah, so besser.
Junge bekommt auf sein Handy, in dem, auf dem er immer Tagebuch schreibt, durch so eine Art, ich vergesse mir, es sieht aus wie a Reject-Version von einem Evangelion. Hey, nicht mein Fehler. Also eine Art Survival, eben so als ein Survival-Game, sein Tagebuch aus der Zukunft zu ihm geschickt. Immer. Und das sind mehrere Typen. Ich glaube, sind es 10, wie ich es richtig verstanden habe, in der ersten Episode? Oder so? Was ist denn das? Irgendwas in Synopsis lesen, da wird es, glaube ich, ja genau erklärt. Und die müssen sich quasi gegenseitig umbringen. Das Interessante daran ist, du hast eben ein Tagebuch, das dir genau sagt, was passieren wird. Also genau das Gegenteil von Death Note. Ehrlich, eins von diesen Sachen, die ich wirklich nur ungern in den Mund nehme. Andere Sachen. Gleich noch irgendwelchen Körperausscheidungen. Okay? Wow! Es ist eine interessante Story, weil du hast Typen, die, also du hast Charaktere, die in die Zukunft kennen, teilweise wissen, wann sie sterben sollten, und die Tagebücher verändern sich entsprechend der Änderungen, und das finde ich sehr schlau gemacht. Und das ist ein etwas creepy Love Interest mit seiner kleinen Stalker-Mail. Wow, die ist vor allem gegen Ende von dem anderen Ding da, muss ich sagen, ui, Alter, boah, da habe ich gedacht, boah, das ist schon fast, es ist so in der Richtung, das erste Mal, wenn du das in so Shinigo Fumio schaust. Eine Story, die ich sagen muss, warum hat den niemand gesehen? Weil davon habe ich wirklich seit Ewigkeit nicht mehr gehört. Keiner kümmert sich um die Stories. Falls ihr ihn erkennt? Shinigo Fumi? Tote schicken an die Lebenden ihre letzten Abschiedsbriefe und sie ist quasi der Postbote mit einem entsprechenden Stauberstab, der ziemlich am Arsch ist. Aber was soll's? Und dann ist die Story wirklich. Am Anfang bin ich so, oh, creepy! Und dann, oh, der Schwede! Und das hat ziemlich viele Spin-offs gegeben in verschiedenen Seiten. Kein Mensch hat sich darum gekümmert. Wieder mal eins von diesen Sachen, die in die Vergessenheit abgleiten. Warum? Fuck Mainstream. Fuck die lustigen Typen, die glauben, sie wissen alles. Vor allem die Leute, die mir nicht zuhören können. Weil alle glauben, dass ich mich jetzt über Dragon Ball aufrede. Da gibt es dann, glaube ich, 5 oder 6 Leute gehabt, die sich darüber aufgeregt haben, warum ich mich über Dragon Ball Z aufrege. Erstens einmal, wenn ihr mein Deutschen versteht, dann würde ich mal versuchen, in Deutschland durch die Gegend zu fahren und einmal dort die ganzen Dialekte zu hören. Das ist Ohrsodomie. Woo! Und ehrlich, ihr Typen, die nicht einmal zuhören könnt, seid genau der Grund, warum gute Serien nicht mehr zu uns kommen. Ja, genau, aber bevor ich hier in einer Rant verlaufe für irgendwelche Sub-Trolle, weil das sind nicht einmal richtig Trolle, weil so, okay, du trollst nicht einmal, weil du die Trolle trollen willst, sondern du trollst auch nur, weil du zu blöd bist, ein richtiges Kommentar abzugeben. Was eigentlich ein Troll war, aber nicht wirklich, weil es sogar unter einem Troll ist, aber was soll's. Trollala. Working hat die nächste Staffel von anscheinend Trollkaffee gesehen. Wenn es genauso ist wie das erste. Wie gesagt, ich würde immer noch gern warten, dass das einmal zu uns kommen würde. Dann, was haben wir hier noch? Nein, das haben wir schon gehabt. Das ist auch noch, das haben wir auch schon gehabt. Ah, warte, glaube ich, das, Dentai no Shoko, das Mystery Labyrinth of Words, aber das heißt, mit diesen komischen, ich vergesse noch, wie das heißt. Ich vergesse noch den Namen. Meine Fresse, ich habe irgendwo aufgeschrieben, guck mal, ich vergessen, wo das war. Das ist schlimm. Ich muss aufpassen, sind über 50 Minuten gekommen. Ich muss dabei aufhören. Also, das ist das Ganze mit diesen Phantom-Büchern, wo sonst der Manga kommt, hat auch jetzt irgendwann Schluss aufgegriffen. Und Bakuman hat die Second Season angefangen. Ja, wir noch mal einen Teil machen, wahrscheinlich jetzt noch den noch mal. Ich werde jetzt ein paar Bilder reinfügen und dann wird es passen. Ciao, glaube ich.